Ja, heute Morgen gegen 7 Uhr erreichten uns oder unsere Einsatzzentrale beim Polizeipräsidium Anrufe über einen vermeintlichen Verkehrsunfall auf der Haseltalbrücke auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Als die Ersthelfer des Unfalls sich zum Fahrzeug begeben haben, ist der Fahrer des Fahrzeugs nach einem kurzen Wortgefecht aus dem Auto ausgestiegen und von der Haseltalbrücke in den Tod gesprungen. Im Fahrzeug selber konnte dann durch unsere Einsatzkräfte eine leblose Dame aufgefunden werden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Dame feststellen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass sie durch äußere Gewalteinwirkung zu Tode gekommen ist.